So, hallo, mein Name ist Alex Fischer. Herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns noch ein wenig mehr mit, warum Immobilie, was sind die Vorteile der Immobilie. Beim letzten Mal haben wir die Immobilienbilanz gemacht und ich möchte da noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Dieses Prinzip der Immobilie, das ich euch jetzt erkläre, ist eine ganz, ganz wichtige Schlüsselinformation. Ich habe in meinem Leben ungefähr 800 Immobilienseminare gehalten und ich habe am Anfang immer die Frage gestellt, sag mal, was ist denn eigentlich der Grund, warum man Immobilien kaufen sollte? Und von 100 Leuten konnte es mir ein halber beantworten, was wirklich der Grund ist, und das werde ich euch jetzt zeigen. Das ist also die Schlüsselinformation, die ihr wirklich gut verstanden haben müsst und auf die ich immer wieder eingehe, weil das ist eine ganz neue Denkweise, weil es einfach so normalerweise nicht passiert. Was ist das Interessante an der Immobilie? Stell dir vor, du hast einen Bausparvertrag und zahlst dort regelmäßig ein. Du zahlst dort 100 Euro ein. Wer bezahlt die 100 Euro? Du. Stell dir vor, du hast deine Lebensversicherung, du zahlst 100 Euro ein. Wer bezahlt die? Du. Wenn du schlau bist, machst du betriebliche Altersversorgung, zahlt der Staat noch ein bisschen was dazu bei der Lebensversicherung. Oder stell dir vor, du machst einen Investmentfonds oder irgendeine andere Sparform. Wer bezahlt die? Du. Und das ist der Punkt, den man bei der Immobilie verstanden haben muss. Die Renditen der Immobilie, da gehen wir später auch noch genau drauf ein, sind unglaublich groß in Bezug aufs eingesetzte Kapital. Weil, wenn wir uns das hier nochmal zurückrufen, wir haben also Mieteinnahmen 5.000 Euro, Steuervorteil 1.000 Euro, Eigeninvestition 1.000 Euro. Bedeutet übersetzt, ich nehme aus meiner eigenen Tasche 1 Euro raus, investiere aber 7 Euro. Warum? Weil der Staat legt 1 Euro drauf, weil er es belohnt, dass du Wohnraum für andere zur Verfügung stellst und der Mieter legt weitere 5 Euro drauf. Das heißt, du holst aus der einen Tasche 1 Euro raus und investierst 7 Euro. Du hast also dein Investment versiebenfacht. Das ist das Prinzip, was man bei der Immobilie verstanden haben muss. Warum funktioniert das? Ganz einfach, du leihst dir billiges Geld von der Bank für 4.000 Euro. Das sind praktisch die Zinsen und die Miete ist schon höher als die Zinsen oder zumindest gleich hoch. Das heißt, du leihst dir von der Bank 100.000 Euro und die Zinsen dafür bezahlt der Mieter. Übrigens ist das Wort Miete eine Abkürzung für das Wort Mietzins. Das heißt, der Mieter zahlt einen Mietzins dafür, dass er dort wohnen kann. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, wenn du 100.000 Euro Guthaben hast, nagt die Inflation daran. Das heißt, bei 3% Inflation, wie wir es aktuell haben, sorgt es dafür, dass du ein Jahr später nur noch 97.000 Euro hast. Wenn du Zinsen bekommst, musst du die entsprechend voll versteuern. Die Inflation frisst dir aber dein Nettogeld einfach weg. Hier frisst die Inflation auch etwas weg. Aber was frisst sie hier weg? Die 100.000 Euro Darlehen, die ich mir bei der Bank geholt habe. Das heißt, ein Jahr später habe ich nur noch einen Wert des Darlehens von 97.000 Euro. So, und darin liegt der Trick. Die Inflation ist schlecht für Guthaben und gut für Schulden. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt alle Kredite aufnehmen für den nächsten Urlaub, weil das hat einen Nachteil. Für diese Kredite muss man Zinsen bezahlen und deswegen funktioniert das Spiel nicht. Hier muss man auch Zinsen bezahlen, aber die 4.000 Euro Zinsen werden von dem Mieter bezahlt. Das heißt also, der Mieter bezahlt euch mehr als die Leihgebühr fürs Geld ist. Und da drin liegt der Spaß der Immobilie. Grundlegend geht diese Immobilienbilanz davon aus, dass du ein Investment tätigst. Wir sprechen ja hier nicht von der eingenutzten Immobilie, weil dort gibt es ja andere Faktoren. Gefällt dir das? Ist es in der Nähe der Oma? Etc. etc. Sondern wir sprechen hier von dem Investmentteil der Immobilie. Doch vom Prinzip her ist es selbst bei der eigengenutzten Immobilie ähnlich, weil dort bekommst du zwar keine 5.000 Euro Miete, sondern sparst sie dir. Der Nachteil der eigengenutzten Immobilie ist nur, dass du den Steuervorteil nicht bekommst, weil der Staat steuerlich keine eingenutzten Immobilien fördert, weil du keinen Wohnraum anderen zur Verfügung stellst. So, wir werden auch in den nachfolgenden Lektionen immer wieder auf die Immobilienbilanz eingehen, weil die ist der Schlüsselpunkt, den man verstanden haben muss, wie Investoren denken. Das ist übrigens auch das Prinzip, wie das Big Business gemacht wird in New York und so weiter. Dort werden halt dann Firmen gekauft, diese Firmen haben Einnahmen, der Kauf dieser Firmen wird finanziert über Zinsen und der Ertrag der Firma bezahlt das ganze Spiel ab und so werden entsprechende Erlöse gemacht. Und wenn man dann den Wert der Firma um 10% steigert, dann sind es 10% nicht auf die monatliche Belastung, sondern 10% auf den Wert der Firma. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann, euer Alex Fischer.